Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Edna bricht aus. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir die Schaufel bei Almelio abgegeben haben. Er will Almo genannt werden übrigens. Bei Almo abgegeben haben. Und haben dafür im Gegensatz mehr oder weniger direkt einen Erdhaufen von ihm gekriegt, den wir jetzt dabei haben, also Tonerde. Und damit wollen wir mal ein bisschen Schabernack treiben. Wir gehen mal damit. Moment, bevor wir die Löffel diesmal wieder vergessen, machen wir das doch gleich. Hier. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Okay, ich hätte es mir denken können. Das wäre wahrscheinlich auch mit der Schaufel gekommen. Aber das wissen wir natürlich nicht. Schnell, lass uns irgendwas mit Dreck beschmieren. Oh ja, das hilft natürlich immer gegen Überdruck. Können wir denn... Das kann so noch lange nicht gebrannt werden. Okay. Wie wär's denn mit Erde und einem Graffiti? Nein, das soll heil und sauber bleiben. Hätte ich mir denken können. Wie wär's denn hier mit der Tür und hier mit der Notiz? Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Gut, dann vielleicht die Postkarte. Nein, niemand und was? Nein. Oh, Moment, der ist neu. Kurzen Augenblick. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerungen durch Zugabe von Humus verfeinern? Nein. Ha, warum denn nicht? Das würde ich meinen Erinnerungen sogar noch etwas antun lassen. Ich meine, mit Humus verfeinern, das ist immerhin im Endeffekt Dünger und Düngen. Natürlicher Dünger ist eigentlich nicht verkehrt. Niemand katalogisiert Erde. Niemand? Ich erinnere mich, dass Alfred damals ein Erdregister hatte. Ach ja, er wollte entweder Geologe oder Beamter werden. Ich weiß noch, wie du ihn gezwungen hast, das Register aufzuessen. Er war schon bei Kuh wie Quarzsand, als sein Vater den Notarzt rief. Die gute alte Zeit. Oh mein Gott! Das ist... Oh Gott! Alter, und solche Sätze kriegt man raus, wenn man Tonerde mit einem Aktenschrank kombiniert. Na? Wir wissen also wieder ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Alfred und Edna. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Okay, dann hier gar nicht. Dann gehen wir raus. Gehen hier die Treppe hoch und probieren es mal bei der Pinnwand da hinten. Das geht halt wirklich. Wir haben gerade Erde hingeschmiert. Oh Gott, ich wusste nicht, dass das geht. Ja, dann werden wir hier drin sehr viel Spaß haben. Mit der Bettwäsche zum Beispiel. Jawohl, es geht halt wirklich, wirklich. Oh Gott. Ja, wir können überall Erde hinschmieren. Vielleicht auch in die Waschmaschine. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ja, cool, nicht wahr? Nimm ihn weg, nimm ihn weg. Verdammt cool sogar. Exorbitant cool, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Ja gut, dann können wir mit der Erde auch wirklich nochmal durch die ganze Anstalt laufen und alles mit Erde besudeln. Ich meine, warum auch nicht? Wir wollen immerhin die andere Achievement auch noch haben. Das ist ja sonnenklar. Das macht nur Sinn, wenn der Dreck am Fuß ist, oder? Nein! Mann, ich wollte die Fußmatte noch zusätzlich einschmieren mit Dreck. Das hätte ja klappen können. Was hältst du von Sandkuchen, Harvey? Wird es ein gefährlicher Riesensandkuchen mit Reißzähnen? Ich fürchte, die Reißzähne sind mir ausgegangen. Dann muss ich passen. Schade, schade, das kennen wir sogar noch von letzter Folge. Zum Schluss, glaube ich. Die Tonerde ist knochentrocken. Das ist sehr gut. Aber vielleicht jetzt gleich nicht mehr. Cool, jetzt habe ich Matsch. Oh. Kacke. Ja, hallo Tonmasse. Können wir uns jetzt nochmal zusätzlich... anderen Ton holen? Weil jetzt haben wir ja die Tonmasse, die wir tatsächlich für einen potenziellen Abdruck brauchen. Können wir uns nochmal normale Tonerde holen?
Bitte? Nein, danke. Ich habe... Nein. Kann ich dich nochmal trocken machen? Also ansonsten schaue ich, ob wir trotzdem alles beschmieren können. Falls nicht... Wenn ich dieses formlose Etwas brenne, habe ich den Ton verschwendet. Okay, recht hast du. Kann man vielleicht trotzdem Verwüstung anrichten? Weil ich würde schon alles gerne mit Erde beschmutzen, so ist es nicht. Wir gehen mal hier durch. Dann sollten wir eventuell bei den Stühlen oder spätestens bei der Pflanze, obwohl bei der Pflanze weiß ich nicht sicher, ob das geht überhaupt, weil die hat ja schon viel Erde. Schauen wir mal. Na toll, jetzt habe ich einen Hinternabdruck. Okay, jetzt können wir damit Abdrücke sammeln. Das ist ja auch herzallerliebst. Ah, okay. Es geht trotzdem. Sehr gut, also müssen wir nicht neu laden. Das ist doch schon die halbe Miete. Jawohl, okay. Gut. Schön, dass wir es ausprobiert haben. Dann können wir hier noch ein bisschen beschmieren. Und hier noch ein bisschen beschmieren. Und dann gehen wir hier durch und dann fragen wir mal unseren Freund, den Siggi. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Klumpen Erde. Dann schrillte eine Alarmglocke. Feuer! What? Okay. Hier nochmal beschmieren, das ist sehr, sehr gut. Okay. Dann glaube ich, haben wir es aber auch hier. In die... Kommen wir? Nee, wahrscheinlich... Ja, doch, natürlich kommen wir nochmal in die Gruppentherapie rein. Allerdings wird uns das aktuell nichts mehr bringen. Ich weiß auch noch gar nicht, was es uns überhaupt gebracht hat, dass wir unsere Mitinsassen hier mehr oder weniger geheilt haben. Aber nun gut. Wir sind, glaube ich, hier sogar fertig, oder? Mit dem unteren Stock. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Nun, Moment, wir haben noch was vergessen. Und zwar einen lieben Dialog mit dem lieben Walfischbild, was ja keines mehr ist. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Okay. Vielleicht gerade deswegen, Edna. Es wird niemals verschwinden. Und du weißt, dass du es verhunzt hast. Verhunzt, wie Savia so schön sagen würde. Und das ist doch das, was zählt, aber gut. Heißt nicht Schlossabdruck, sondern Schlüsselabdruck. Okay, wir können uns nicht das Schloss als Abdruck nehmen. Das hätten wir auch auf dem Weg nach oben probieren können. Das ist hier im Endeffekt der gleiche Dialog. Deswegen habe ich das mal kurz geskippt, dass wir direkt den Screen überspringen. So, wir probieren mal die Erde in den Helm. Vielleicht einen Helmabdruck oder so. So könnte man prima den Kopfabdruck für eine Gehirnprothese machen. Dann lass uns schnell nach einer Knochensäge suchen. Das wäre doch mal optimal. So, und hier? Da weiß Edna einfach nicht, was sie machen soll. Okay. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Auch hier habe ich nichts anderes erwartet. Wie wäre es denn hier bei unserem lieben Hebelchen? Ja, kann man natürlich noch beschmutzen. Sehr schön. Ja, wir haben auch... Moment, was stand da? Ganz kurz... Ich kann es nicht hundertprozentig entziffern, tatsächlich. Wenn ihr mal genau wisst, was da steht und ihr das lesen könnt, ich bin gerade echt zu dumm. Keine Ahnung. Könnte irgendwie wie... gelber... Marcel oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich kann es gerade echt nicht entziffern. Würde mich aber interessieren, was da steht. Also, falls ihr das entziffern konntet, bitte gerne... in die Kommentare. Vielen Dank. So, hier nochmal Erde ranklatschen. So ist's gut. Vielleicht können wir auch unseren lieben Wächter Blase ein bisschen mit der Erde ärgern, hm? Leer. Okay, das war abzusehen. Vielleicht hier. Huch. Untersteh dich! Das ist mein Zuhause und keine Müllkippe! Naja, okay, es ist eine Müllkippe.
Aber wage es ja nicht, sie zu beschmutzen, du Cretin! Habt ihr das auch gesehen? Ja, Edna. Und ich muss ihn tatsächlich korrigieren. Es ist nicht mal eine Müllkippe. Es ist ein Mülleimer. Das ist dann doch noch ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, Pflanze. Okay, die Pflanze hat zusätzliche Erde gekriegt. So, ich bin immer gespannt, ob wir tatsächlich hier vom Generalschlüssel einen Abdruck machen können. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass das geht, weil der liebe Wächterblase ist ja natürlich noch ein bisschen sehr, sehr aufmerksam, was in seiner Umgebung stattfindet. Den müssen wir vielleicht noch ablenken. Aber zuerst mal schauen wir natürlich, was die Tonmasse so für Fernsehformate lieben und mögen gelernt hat. Andersrum mögen und lieben, keine Ahnung. Die Tonmasse schaut nachts noch irgendwelche Filme auf den Kabelsendern. Je schmutziger, desto besser. Alles klar, die Tonmasse. So ein schmutziger kleiner Dreckhaufen. Die Tonmasse... Quatsch, das hatten wir schon. Hier, Blase. Gute Idee. Ich nehme einen Abdruck vom Schlüssel. Hey, Finger weg! Also ist eigentlich wollte ich so zuerst... So komme ich nicht nah genug ran, ohne dass er mich sieht. Okay, eigentlich wollte ich natürlich zuerst mit ihm darüber reden, aber das hat sich wohl erübrigt. Dann wird das hier die gleiche Ding sein. Gute Idee. Ja, okay. Okay, dann Kontrollpult. Nicht nötig, alles unter Kontrolle. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Sind wir hier drin fertig. Und gehen zurück zum Flur. Und statten der Pflanze hier so ein bisschen einen Besuch ab. Und geben ihr nochmal ein bisschen mehr Erde, sehr schön. Gehen ins WC und werden auch dort den Handtrockner vielleicht benutzen, um die Tonmasse wieder trocken zu rubbeln. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ja, zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen Seife mit rein, ist doch Was geil. Was willst du damit erreichen? Okay. Wie wär's denn mit Esamnot? Esamnot? Ja, stimmt, ist ein langes O, Tonmasse. Esamnot! Samnot. Samnot. Ja, das kommt gut hin. Das kommt gut genug hin. So viel zum Spiegel hier in dieser Anstalt. So, dann gehen wir nochmal in die Küche. Da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Zum Beispiel eine Dartscheibe. Ja, das ist nicht ganz Bullseye, sondern mehr die, keine Ahnung, was da oben rechts ist. 13, 17 oder so, keine Ahnung. Wie wär's denn mit dem Kaugummi-Automat? Da können wir bestimmt auch ein bisschen Dreck reinhauen. Oder wir finden jetzt dann gleich den Kaugummi mit der Geschmacksrichtung Tonerde. Ich sehe das Humus-Kaugummi. Es hat dieselbe Farbe wie unterm Schuh gefunden. Okay, ich hatte sogar partiell recht. Gut. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. Das ist jetzt mehr als ekelhaft, aber... Es ist endlich wenigstens die Farbe von Kaffee. Einigermaßen. So, ansonsten Marmelade. Ich glaube nicht, dass der Unterschied groß ist. Okay. Ja. Oh Gott. Bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nein. Eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Ah! Ja, da habe ich mein Haarwehr einspringen lassen. Ja, toll. Okay, also Kaffeemaschine jetzt mit kaffeefarbenem Etwas in der Kanne, immerhin. Kaugummiautomat, wir können natürlich die Tonmasse noch aus dem Fenster werfen. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Okay, dann nicht. Ansonsten haben wir hier drin aber, glaube ich, auch schon alles, oder? Viel mehr ist hier auch nicht. Können wir eigentlich, wenn wir die Schranktür zumachen, jetzt will ich gleich einiges bereuen, können wir das Schränkchen... Meine tollen Sachen gehören nicht in diesen muffigen Schrank. Okay, nee. Sie gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Ich erinnere mich. Da können Sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Ich erinnere mich. Okay, nicht, dass wir jetzt den Schrank tatsächlich noch voll sauen hätten können und haben es nur die ganze Zeit verpennt und ich müsste mich jetzt mega ärgern, weil wir vielleicht schon einige Items nicht mehr haben, aber es geht zum Glück nicht. Aber gut, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus.
wenn wir dann weiter die Anstalt erkunden und weiter Abdrücke sammeln und vor allem Dingen natürlich Sachen mit Erde vollschmieren, weil wir haben einen unendlichen Vorrat an Dreck in unserem Inventar. So wie sich's für ein gutes Adventure gehört. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen, euer Matze. Ciao.